So, Mikro runter. So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Röntchen GTA Online. Leider ohne den Herr Dreamtex. Ich habe einfach mal gerade so beschlossen aufzunehmen, weil ich ein bisschen Geld zusammensuche. Der Dreamtex, der vielleicht meldet, der sich schreibt mit dem ab und zu jetzt halt über WhatsApp im Moment, hat Besuch, daher kann der so und der so nicht aufnehmen. Ich habe mir einfach gedacht, ein paar Folgen rauszuhauen über die paar Tage, alle zwei Tage, vielleicht auch jeden Tag, mal so. Spielen wir einfach mal so ein kleines Ründchen GTA Online. Wird zwar nicht viel passieren, weil ich hoppla, einfach nur rumfahre und Missionen mache, aber es muss ja irgendwas zu sehen sein, ne? Im Moment sind wir dabei, Autos zu holen, zu besorgen für Simeon. Gibt leider nicht so viel Geld, wie man gerne möchte. Aber was tut man nicht alles für die Quote, wa? Das Auto hier gefällt mir auch ganz gut. Sollte ich mir auch mal besorgen. Eben habe ich die Mission schon mal gemacht und habe richtig verkackt. Von daher weiß ich schon, was auf mich zukommt. Huch, ich sehe Grafikfehler am Auto selber. Boah, das gibt's doch nicht. Na also. So, da steht das gute Stück. Ist ein Supersportwagen. Der hier hinten, der weiße. So. Ganz schnell. Im Moment hört ihr noch den Controller. Ich habe eben einfach so mal ganz schnell auf die Schnelle mein Aufnahmeprogramm angeworfen. Scheiße. Na los, komm jetzt. So ganz schnell auf die Schnelle einfach mal angeworfen. Einfach nur und noch um zu sehen, wie viele Aufnahmen ich schon gemacht habe. Ich nehme jetzt einfach mal so partout auf. Ich habe keine Soundeinstellung gemacht, gar nichts. Ich hoffe, es passt. Weil sonst ist das immer so eingestellt, wie ich es immer haben möchte. Also hoffe ich mal, dass der Sound nicht ganz so katastrophal ist wie sonst. Ja, geil, Alter. Das Auto macht richtig. Das ist super. Lässt sich super fahren. Für so einen brettharten Supersportwagen. Eevee Monster ist online. Also heute ist Gegenteiltag, deswegen habe ich online gesagt. In Wirklichkeit ist sie offline. Oder offline gegangen. Das ist komisch. Die ploppt bei mir schon die ganze Zeit irgendwie auf. Wieso? Weiß ich nicht. Ich habe mich gar nicht an Skype auf Offline gestellt, scheiße. Hoffentlich ruft keiner an. So. Noch zwei Fahrzeuge. Dann mal los. Ich sollte mir mal markieren, wo die Autos stehen. Boah! Glück gehabt. So, den holt er sich und er holt sich den hier oben, dem helfe ich mal. Ne, dem anderen helfe ich mal, weil der habe ich das Auto vorher geholt und ich wurde sofort umgebracht. Knallhart! Die einzige Laterne weit und breit und ich fahre dagegen. Natürlich. Läuft. Na los, komm, gib Gummi. So, aber willst du mich jetzt verarschen? Gut, dann fahren wir zivilisiert außen rum. Da schon wieder Eevee Monster ist online.
Also die irgendwie hat die Probleme bei sich mit dem Internet. Gut, er hat das Auto. Schalten. Fahr, 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 fahr. Schneller. Was? Auf den Bahngleisen? Sowas macht man aber nicht. Ist mir scheißegal. Hör auf zu, uns alles gut. Hoffentlich packen wir es diesmal, die Mission. Es ist nur noch 1 Minute 50, das letzte Mal haben wir uns ein paar Sekunden gefehlt. Oh, der hat das Auto ja immer noch nicht. Auf, gib Gummi jetzt. Geilen Sound hat er. Komm, du hast noch 1 Minute, mach hin. Sieht aber auch cool aus. Irgendwie so ein, weiß nicht, so ein Lamborghini, so dieser Miura, kennst du den noch? Das ist ein ganz alter, das ist einer der ersten Autos von Lamborghini gewesen. So, und derzeit kann ich ja mal dem DreamTech schreiben. Ich habe mein Handy jetzt auch nicht auf lautlos. Ich habe es einfach jetzt mal angefangen, die Aufnahme. Nur so zum Fun. Vollidiot. So. Oh Mann, beeil dich. 3 Sekunden natürlich, das schafft er. Idiot. Der schafft's einfach nicht. Das ist. Ah! Die ganze Zeit der. Die. Da! Die ganze Zeit schon. Ich und der andere, wir reißen uns den Arsch auf und der kriegt's nicht hin. Oh. Ist doch zum Kotzen. Nerv, nerv, nerv. Nanu? Ist alles so HD-mäßig, das ist ja Wahnsinn. Wow. Jetzt war ich mal. Ah. Och nee, nicht nochmal. Ey Leute, ganz ehrlich. Ich hab mich hab schon markiert, Alter. Brauchst nicht markieren. Okay, dann nicht. Dann holen wir halt das Auto alleine. Ich höre die Feuerwehr. Die Polizei. Also ich gehe mal davon aus, dass es die Polizei ist. Wer sollte es sonst sein? Das gibt's doch nicht, ich bin schon wieder auf der falschen Seite.
Ich weiß ja, hallo, dass da keiner ist, von daher kann ich einfach so reinlaufen. Gemein wäre es, wenn das Auto zugeparkt wäre und noch Leute angreifen würden. Ah, dritter Versuch. Schon wieder ist die offline. Ist echt komisch. Ich fahre da jedes Mal gegen, oder? Wie kann der denn bitte online sein gerade? Boah, das frage ich den später. Fahr! Und schon wieder ist sie online. Also irgendwas stimmt echt bei dir im Internet nicht. Bei mir Dreamtex übrigens auch nicht. Habt ihr ja in der gestrigen Folge oder vorgestrigen Folge gesehen. Beziehungsweise mitbekommen. Und ich habe es euch ja auch nochmal geschildert. Mittlerweile geht das Internet bei ihm wieder. Aber so, ich sag mal mit 2 Kilobyte pro Minute, weißt du. Also man kann gerade so noch mal googeln. Also wirklich sehr heftige Störung. Sehen wir es nur noch zu zweit? Ne, immer noch zu dritt. Mann, ey, der soll mal hinmachen, der Level 12er da. Melli, der Pro 67. Mann. Eine Schnarchtasche auf 5 Rädern ist das. Während ich hier schon mein zweites Auto abgeliefert habe. Ich weiß, es ist erst mein erstes, aber ich bezeichne es als zweites. Auf, macht hinne. Ich helfe den anderen ganz bestimmt nicht, das scheiß Auto dahin zu kriegen. Die sollen mal gucken, wie sie selbst herkommen. Mann, ey, sind echt zu blöd, um zu fahren, die Vollidioten. Haben sie jetzt endlich? Na, endlich, die haben das Auto, super. Vor allem dieser Level 12er, weißt du, ich würde den so gern rauskicken. Der ist nur da, um zu leveln. Der steht dann da, wartet, bis wir die fucking Arbeit gemacht haben. Kriegt dann die scheiß Erfahrungspunkte kassiert, der Sack. Wenn ich wüsste, wo das eine Auto jetzt war. So, der Blub-Tübel holt sich endlich das... Bringt das Auto weg! Na auf, komm, Alter, gib Gummi. Oh, Zug. Ui. Ui. Schöne Kreise. Na endlich. Ja, siehst du, waren wir doch gar nicht so weit weg. Der Level 12er da, dieser Pro irgendwas, der steht da immer noch rum. Ey, ich hab so Bock, den zu kicken. Ich bin da, Freunde. Du stirbst, du stirbst, du stirbst. Oh oh.
Was, Motherfucker? Kopfschuss. Fuck so. Kopfschuss. Drecksack. So. Nichts wie weg. Los, und du helft dem Level 12er jetzt endlich mal. Meine Fresse, sonst schaffen wir das schon wieder nicht. Heute auch so Auto zu schießen. So schön Auto. Schöner Lack. Gerade frisch gestrichen. Hui! Ich, das Auto erinnert mich irgendwie an so McLaren oder so. Ist schwierig einzuordnen, aber ich finde, der hat irgendwie Ähnlichkeit mit McLaren. Und auch im Glamour-Update, was letztens von GTA 5 kam, ist jetzt so ein Auto mit so einem Verschnitt drin vom wie heißt der, Lamborghini, wenig Egoista, wie heißt der? Lamborghini. Fällt der Name nicht ein. Oder doch Egoista? Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, der hat, hat die Standardfarbe. Matt-schwarz und rot. Sieht er aus. Ist auch so eine einmalige Version von Lamborghini. Wie heißt der denn, verdammt? Ist das der Egoista? Ich bin mir echt unsicher. Ja, komm, los, wir haben noch eine Minute. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Los, gib Gummi. Boah, du unfähiger Mensch. Boah. Mach, Alter. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann bist du in, wenn wir draußen auf dem Server sind, Alter, ich mach dich kalt. Sekunden, mach hin, Alter. Los. Ja. Ah, oh, gerade so, ey. 5 Sekunden hätten wir noch gehabt. Na, endlich. Nach 3 Versuchen. Schnauze. Wird wahrscheinlich der Dreamtext sein. ...1-0 für Chile. Wer hat eigentlich auch Deutschland gegen Portugal geguckt? Boah, Alter, die haben wir ja kastriert, die Sicke. Die haben wir richtig kastriert. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von GTA Online und ich guck da mal, auf welchem Server wir landen und was wir dann als nächstes tun werden.